Herr Dr. Fakani, Anfang Juni wurde hier der Sarkophag geöffnet. Wir waren dabei, Sie waren dabei. Jetzt ist es November und jetzt steht fest, es ist Erkan Balt, der da drin liegt. Wie sind Sie zu dieser Erkenntnis gekommen? Wir haben einen Indizienprozess begonnen in diesem 4. Juni, bereits mit ersten kribbelnden Ergebnissen am ersten Tag schon, die dann im Laufe der nächsten Wochen ein bisschen verdichtet wurden. Es ging darum, dass eben dieses Pallium, ein Ehrenzeichen des Erzbischofs, drin eigentlich dingfest gemacht werden konnte, also in Tat und Wahrheit dingfest. Das haben wir zurückbehalten, das ist auch ein Lob an die ganze Crew, niemand hat was gesagt, weil es fehlte einfach zur Identifizierung fehlten noch Elemente. Und weil wir nicht davon ausgehen konnten, dass wir überhaupt jemals identifizieren konnten, ließen wir dann eben C14-Datierung, Kohlenstoff-14-Atome-Datierung herstellen von den Gewändern. Das andere sind natürlich die Schriftquellen, die andere Überlieferung von Erkan Balt als derjenige, der sich in seiner Amtskirche bestatten ließ, als derjenige, der hier in St. Johannes bis ins 18. Jahrhundert an seinem Grab eben auch verehrt wurde. Das sind zusammengenommen Textilfachkunde, dann also Textilgeschichte, Archäologie, C14-Datierung und Schriftquellen. Vier Indizien, die eigentlich nur Erkan Balt hier drin sein lassen können. Wie geht es weiter? Werden Sie hier noch weiter graben? Und wie geht es für Sie ganz persönlich dann weiter? Zuerst freue ich mich mal heute und dann nachher werden wir natürlich die normale Arbeit wieder aufnehmen. Wir sind zurzeit baubegleitend die Untersuchungen am Durchführen und wie die nächsten beiden Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre weitergehen, kann ich noch nicht genau umreißen. Fürs nächste Jahr ist bereits wieder, sind Bauarbeiten in Planung, die wir auch begleiten werden. Zum Sarkophag selber werden jetzt noch weitere naturwissenschaftliche Analysen gemacht. Wir selber werden uns ans Vergleichen mit anderen Bestattungen machen. Das ist sicher auch in Planung. Ja. Dekan Andreas Kloth, Erkan Balt liegt im Sarkophag. Was machen Sie mit dieser Nachricht? Ich freue mich zunächst einmal, weil mich Geschichte schon immer sehr interessiert hat. Und dass wir jetzt an einer Stelle wirklich so weit sind, sagen zu können, ja, da haben wir einen Punkt, wir haben belegt, dass das der alte Dom ist, das freut einen natürlich, weil wir bisher immer mit Plausibilitäten gearbeitet haben. Es war schon immer wahrscheinlich, aber jetzt wissen wir es halt. Und das ist was Schönes. St. Johannes ist der alte Dom, Sie haben es gesagt. Was bedeutet das für Mainz? Das bedeutet für Mainz, dass wir in Mainz am Rhein 2 Dome haben. Wie sagt der Rheinhesse immer, strunze nicht mehr hon. Das ist schon was Besonderes. Das gibt es in anderen Städten nicht. Williges hat entschieden, wir reißen den alten Dom nicht ab. Bischofskirche des Bonifatius hätte ich auch nicht abgerissen. Lassen wir stehen und bauen nebendran richtig groß neu. Das ist schon eine Entscheidung und zeigt, nicht nur die Römerzeit ist schön, nicht nur Barock ist schön, sondern im Mittelalter war Mainz auch schon was ganz Besonderes. Wie wird es jetzt hier in der Kirche weitergehen? Wir feiern ja schon Gottesdienste und wenn Sie sehen, wie wir jetzt frieren, merken Sie, das erste Problem, das wir lösen müssen, das ist, solange wir noch überlegen und wir auch noch stabilisieren und die Statik sichern, dass wir ein bisschen Wärme hier rein brauchen. Und dann davon ausgehend wollen wir sukzessive die Kirche wieder insgesamt herrichten, dass wir sie ganz, ganz vielfältig nutzen können für Gottesdienste, aber eben auch, wie es sich für eine Domkirche gehört, für viele auch gesellschaftlich relevanten Fragen, für das, was Menschen interessiert, wo man sagt, was hält uns zusammen und was bringt uns voran. Das gehört, finde ich, in so eine Kirche rein, solche Fragen. Hier ist ja auch eigentlich eine Gemeinde zu Hause. Wird die dann auch wieder hierhin zurückkehren können? Ja, die ist ja schon wieder hier zurückgekehrt, einmal im Monat mit Gottesdiensten. Und wenn wir noch ein bisschen Wärme jetzt kriegen, dann kann sie noch öfter hier zurückkommen. Aber die Gemeinde kommt hier zurück und ich denke auch noch viele weitere Angebote. Die Kirche ist groß genug, wie sich das für einen Dom gehört. Ja. Das heißt, dass die Mainzer dann auch ihren 2. Dom hier besichtigen können? Das können Sie jetzt schon. Nächstes Jahr ist Landesausstellung der GDKE, die Kaiser und die Säulen ihrer Macht. Wir werden im kommenden Jahr schon anfangen, die Kirche an bestimmten Tagen geöffnet zu lassen. Die Mainzerinnen und Mainzer werden sich ihren alten Dom noch öfter anschauen können.